Hi, interessiert euch, was mit Neufahrzeugen passiert, die bei mir hier umgerüstet werden? Wie schaut es hier mit der Garantie oder der Gewährleistung aus? Grundsätzlich, was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung? Was passiert, wie in dem Fall, wenn man eine elektrische Anlage verändert? Oder wie hier, wenn man Solaranlage aufs Dach macht und das Wohnmobil noch innerhalb der Gewährleistung ist oder der, in Anführungszeichen, Garantie. Wenn euch das alles interessiert, dann bleibt dran, ich hätte da was für euch. Ja, herzlich willkommen bei Miga Caravan, bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Heute habe ich ein kleines Fortsetzungsvideo, ich nenne es mal Fortsetzungsvideo, was die Thematik Garantie, Gewährleistung angeht, beziehungsweise wie schaut es aus, wenn ihr euer Fahrzeug frisch vom Händler kommt und bei uns hier in die Werkstatt gebt, um verschiedene Dinge nachrüsten zu lassen. Also, ich habe jüngst, da ich auch aktuell noch auf das erste Video, was ich diesbezüglich gemacht habe, etliche Kommentare bekommen habe oder nachträglich immer noch Kommentare bekommen. Unter anderem hat mich ein Kommentar so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein bisschen an der Achillessehne erwischt, der da so formuliert, grob formuliert geschrieben hat, da kann Miga oder der Michael sagen, was er will und seine Anwälte sagen, was er will und bla bla bla. Also, ich habe dann daraufhin nochmals einen Anwalt kontaktiert und die Kanzlei war so freundlich, mit mir zu sprechen und wir haben ein intensives Gespräch gehabt und ich habe mich da diesbezüglich mal so ein bisschen aufklären lassen, was denn eigentlich wirklich Fakt ist, wie denn draußen wirklich die Rechtslage ist, beziehungsweise wie es denn auch draußen ausschaut in der Praxis, wenn da verschiedene Dinge passieren. Als allererster Grundsatz ist natürlich, wenn man eine seriöse Werkstatt hat, die nachrüstet und ihre Arbeit sauber macht und für die Arbeit diese letztlich vollzieht, auch dann entsprechend gerade steht, ihre Gewährleistung gibt, was ja auch gesetzlich geregelt ist und dann auch dafür einsteht, wenn da Dinge passieren oder falls mal was passiert, dann gibt es ja erstmal überhaupt gar keine Befürchtung, überhaupt irgendwelche Risiken zu haben. Aber immer wieder passiert es, dass es halt einfach nicht so ist. Und grundsätzlich ist aber, weil auch viele Kunden immer wieder kommen und sagen, ja, wenn ich jetzt bei dir meinen Lithium-Akku einbauen lasse oder meine Solaranlage draufbauen lasse, sagt mir mein Händler, meine Garantie erlischt. Also, dazu müssen wir jetzt mal anfangen, den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung, wo auch viele mir erzählt hätten oder nahegelegt hätten, ich würde den Unterschied nicht kennen, weil ich im ersten Video vielleicht zweimal die Wörter verwechselt habe, ist die Situation so, dass im Wohnmobilsektor eigentlich genauso auch wie in der Kfz-Branche bei Neufahrzeugen grundsätzlich relativ wenig Garantie gegeben wird. Denn Garantie ist eine freiwillige Leistung des Händlers bzw. des Herstellers. Und somit ist es sehr rar, dass überhaupt Garantieleistungen ausgesprochen werden. Im Wohnmobilsektor gibt es zum größten Teil die einzige Garantie, der Garantie, die Dichtigkeitsgarantie. Das ist eigentlich so im groben Sinn die einzige Garantie. Die sicherlich dann durch den Hersteller grob bei bestimmten Faktoren bestimmte Dinge ausgeschlüsselt werden können. Aber, und ich habe das in meinem ersten Video schon mal gesagt,
Wenn ich eine Solaranlage montiere und es wird durch dieses Dach ein Loch gebohrt, dann hat natürlich der Hersteller keine Garantie, wie auch keine Gewährleistung, also grundsätzlich, für dieses Loch zu tragen. Und die Garantie ist somit für diesen Bereich erloschen. Das heißt, die Gewährleistung geht dann an mich, weil ich habe Gewährleistung zu tragen für dieses Loch, dass ich das sauber, ordentlich und dicht verarbeitet habe. Wenn daraus Schäden entstehen, Folgeschäden entstehen, bin ich dafür haftbar, sprich die Werkstatt, die das Loch fabriziert hat bzw. da reingebohrt hat. Wenn aber bei dem gleichen Dach, wo ich das Loch hier reingebohrt habe, dort das Dach undicht wird, weil nachweislich das Hegidach undicht wird oder eine Eckverleimung oder, dann ist das nicht auszuschließen. Und zwar ist da die Garantie nach wie vor rechtsgültig und rechtskräftig, weil das nicht in der Verhältnismäßigkeit steht. Und nein, jein. Man kann der Hersteller in seiner Garantie oder in seinen Garantiebedingungen das ein oder andere ausschließen, aber es muss natürlich immer in der Verhältnismäßigkeit bleiben. In der Gewährleistung kann der Hersteller gar nichts ausschließen. Das heißt, wenn einer kommt und sagt, wenn du dir einen Lithium-Akku einbauen lässt, dann erlischt die ganze Garantie und du hast überhaupt keinen Anspruch mehr auf irgendwas. Das ist totaler Schwachsinn. Gesetzlich überhaupt nicht vertretbar, weil in der Gewährleistung, die nämlich gesetzlich ist und nicht freiwillig wie die Garantie, in der Gewährleistung kann überhaupt gar niemand rumhantieren. Und die Bedingungen für die Gewährleistung hat der Gesetzgeber dargelegt und nicht der Hersteller und nicht der Händler. Somit kann auch kein Händler und kein Hersteller aus der Gewährleistung irgendwas rausnehmen, wenn irgendwas anders passiert ist. Also wenn ich einen Lithium-Akku einbaue, hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn die Lampe kaputt geht und die dann nicht durch meinen Lithium-Akku kaputt geht, sondern weil sie kaputt geht, ist da drauf 2 Jahre Gewährleistung. Die ist gesetzlich und da lässt sich kein Rüttel oder kein Millimeter dran rütteln. Das ist so, das ist totaler Quatsch. Jetzt haben wir natürlich sicherlich das Problem, wenn es denn dann immer zum Streitfall kommt, ist natürlich immer die Beweislage die Schwierigkeit. Weil man muss natürlich immer beweisen, nach 6 Monaten gibt es die Beweislastumkehr und. Das ist natürlich immer nicht ganz so einfach, wobei ich natürlich auch sage, wenn man einen seriösen Händler hat, der sauber und ordentlich arbeitet, der auch einen guten Ruf hat, der auch dann entsprechend für seine Dinge gerade steht und seine Haftungen und Gewährleistungen ernst nimmt, dann spricht da sowieso überhaupt gar nichts entgegen. Und dann kann man sich auch nicht vom Händler einschüchtern lassen, um dann diese Aussage immer gelten zu lassen, warum oder beziehungsweise dann erlischt die Garantie, wenn du irgendwas an dem Fahrzeug ändern lässt. Zum nächsten möchte ich sagen, auch in den Garantiebedingungen, 99,9% der Wohnmobilhersteller bieten mittlerweile Solaranlagen an, von werkseitig her. Es ist eben unverhältnismäßig, wenn seine Solaranlage in der Garantie dann mit drin ist und andere Solaranlagen, die dann von einem Fachhändler eingebaut sind, und das betone ich jetzt natürlich extra, dann ist auch hier die Gewährleistung, sprich die Garantie zu geben, die Dichtigkeitsgarantie. Genauso verhält sich es ja mittlerweile auch, wenn ich nicht total daneben bin mit den Werkstätten. Früher war es ja so, wenn ich einen VW habe, dann muss ich in eine VW-Vertragswerkstatt. Meines Wissens hat sich ja auch das erledigt. Man muss ja gar nicht mehr in eine Vertragswerkstatt, sondern man muss in einen anerkannten Meisterbetrieb. Und dann gilt auch dieser Kundendienst als Kundendienst und nicht mehr als nicht gültiger Kundendienst. Und genauso ist es natürlich auch beim Wohnmobil. Und solange man in einem anerkannten Fachbetrieb geht, dort auch dementsprechend sauber gearbeitet wird, muss man eigentlich gar keine große Angst haben und sich auch von ihrem Händler oder von dem Händler
überhaupt nicht einschüchtern lassen. Und die Aussagen, dass da so pauschal einfach mal die Garantie erlischt oder da gäbe es keine Gewährleistung oder da gäbe es keine Garantie, totaler Quatsch, gibt's nicht, geht nicht, weil Gewährleistung ist der Gesetzgeber immer, der Händler gesetzgeberisch immer verpflichtet, eine Gewährleistung zu geben für die 2 Jahre, die gesetzlich festgelegt sind. Und die Garantie, die über die 2 Jahre geht, ist ja nur die Dichtigkeitsgarantie und auch die muss natürlich Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Das ist also die Nachricht, die ich von unserem Anwalt bekommen habe und der wirklich schon lange, lange Jahre in Wohnmobilsachen spezialisiert und unterwegs ist und der kennt sich, weiß Gott, sehr, sehr gut aus. Und wenn ihr da entsprechende Präzedenzfälle habt oder wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr auch gern uns eine E-Mail schreiben. Ich leite euch dann auch entsprechend gern die Kontaktdaten des Anwalts weiter, weil der ist echt fit gewesen, der hat echt was auf dem Kasten und somit kann man entsprechend dann auch beruhigt seine Umbauten machen lassen. Wie gesagt, immer natürlich guckt drauf, wo er hingeht, weil auch da muss ich sagen, leider Gottes, heute macht sich jeder mal schnell selbstständig und möchte schnell mal eine Wohnmobilwerkstatt aufmachen, um schnell mal den schnellen Euro zu machen und pfuscht sich dann da was zurecht. Da muss man natürlich aufpassen. Geht dahin, wo Referenzen da sind, wo man nachweislich sieht, wer da was tut. Man kann heute ganz einfach Dinge nachlesen im Internet, das geht relativ zügig und da kann ich euch nur empfehlen, euch da vorher so ein bisschen zu orientieren, wo er hingeht und dann ist in der Sache eigentlich nichts Dramatisches und alles ist okay. Ja, das war mal ein kurzes Video, kurz über die Rechtslage, wie es ausschaut mit der Nachrüstung. Das ist das, was ich für euch rausgefunden habe. Ich hoffe, ich habe es relativ kurz verständlich gehalten. Wenn da noch Fragen sind, funkt einfach durch. Schreibt mir eine kurze E-Mail oder schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich drüber, wie über ein Like. Da freue ich mich natürlich ganz besonders. Und bleibt gesund, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.